Tag und herzlich willkommen zur vierten Folge der Deutsch-Französischen Chroniken. Diese Podcast-Reihe, die anlässlich des Deutsch-Französischen Tages konzipiert und vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds finanziert wurde, hat zum Ziel, große europäische Themen zu erforschen und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei der Behandlung dieser Themen in Deutschland und Frankreich zu analysieren. In dieser Episode geht es um deutsche und französische Frauen an der Macht. Ist die Macht immer noch den Männern vorbehalten? Wie sieht es mit Frauen an der Staatsspitze aus? Kann man von einem Vorher und einem Nachher von Merkel sprechen? Diese Fragen versuchen wir heute zu beantworten. Wir werden uns auf die Ergebnisse vergangener Wahlen stützen und uns die Karrieren bekannter Politikerinnen ansehen. Es handelt sich um ein wichtiges und aktuelles Thema, vor das wir unsere Quellen diversifiziert und verschiedene Recherchen durchgeführt haben. Wir haben das Thema im Zusammenhang mit der Thematik des Vergleichs des deutschen und des französischen Systems eingegrenzt. Wir erheben jedoch nicht den Anspruch, das Thema erschöpfend zu behandeln. Wir möchten daher unseren Kolleginnen für ihren Beitrag zu diesem Podcast danken. Zuerst kann man sagen, dass die Französinnen 26 Jahre länger als die Deutschen brauchten, um 1945 das Wahlrecht und das Recht, sich als Kandidatinnen aufstellen zu lassen, zu erhalten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Frankreich bereits einen großen Rückstand in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter. Und selbst nach der Einführung des Wahlrechts sind Frauen in Führungspositionen auf nationaler und europäischer Ebene noch immer unterrepräsentiert. Infolgedessen entwickelte sich bei den Ländern in der Frage der Frauenrechte nur sehr langsam. In Deutschland gehörten 1949 nur 4 Frauen von 65 gewählten Abgeordneten der Expertengruppe an, die die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland entwarf. Zum Vergleich, 1945 gab es in der französischen Nationalversammlung nur 33 Frauen von 586 Abgeordneten. Die nächsten großen Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter müssten bis in den 80er Jahren warten, als eine neue Regierung an die Macht kam und die rechten Nachkriegsregierungen ablöst. In Deutschland wird der sehr konservative Konrad Adenauer im Jahr 1967 von Ludwig Erhard als deutscher Bundeskanzler abgelöst. Dies gab den Weg frei für den Beginn einer Bewegung, die als zweite feministische Welle bezeichnet wurde und 1977 zu einem neuen Gesetz führte, das es Frauen erlaubte, sich rechtlich von einem Ehemann zu lösen, zum Beispiel in Bezug auf Beschäftigung und Vermögensverwaltung. Das Frankreich unter Pompidou erlebte parallel dazu seine eigene Frauenrechtsbewegung, deren bekannteste Figur Simone Weil war. Auf dieser Zeit sind wichtige Fortschritte in Bezug auf die Wiederaneignung und Privatisierung des weiblichen Körpers in Erinnerung geblieben. Ein klares Beispiel davor war die Verabschiedung der Gesetze über das Recht auf Empfängnisverhütung im Jahr 1967 und das Recht auf Schwangerschaftsabbruch im Jahr 1975. Es war der Anfang der Unabhängigkeit der Frauen, die für die Anerkennung ihrer Rechte und Kompetenzen kämpften. Diese gesellschaftlichen Entwicklungen machen sich auch in der politischen Repräsentanz bemerkbar. In Frankreich kam 1981 François Mitterrand an die Macht und die Regierung bestand zu 14% Frauen. Für die damalige Zeit war das ein Rekord. Dennoch sind in der Nationalversammlung nur 5% Frauen vertreten. Eine seltsame Diskrepanz, die als Exception à la Française bezeichnet wird. Dieser Ausdruck repräsentiert die französische Besonderheit, dass der Frauenanteil in den Parlamenten immer geringer war als in den Regierungen. Das ist auch heute noch aktuell. In Deutschland lag der Frauenanteil im Bundestag 1987 zum ersten Mal über 10%. Diese Zahlen steigen in beiden Ländern bis 2013 linear an, als in Deutschland 36% Frauen im Bundestag und in Frankreich 26,9% in der Nationalversammlung vertreten sind. Seit 2013 tendiert Frankreich dazu, seinen Rückstand gegenüber Deutschland in Bezug auf die Parität aufzuhöhlen. Man muss daran erinnern, dass 1999 eine Verfassungsreform verabschiedet wurde, die die Festlegung von Quoten zugunsten von Frauen ermöglicht. Darauf folgte ein Gesetz, das jede politische Partei verpflichtet war, die Parität auf den Wahllisten zu beachten. In
Deutschland stammen die ersten Gesetze zur Parität aus dem Jahr 2019. Bei den Wahlen 2017 überholte Frankreich Deutschland zum ersten Mal mit 38,7% Frauen in der Versammlung gegenüber 30% in Deutschland. Im Jahr 2022 liegt Frankreich immer noch leichter darüber. Laut dem Gender Gap Index ist Frankreich das 15. beste Land in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter weltweit. Deutschland liegt nur auf Platz 46. Die Zusammensetzung der französischen Regierung war noch nie so paritätisch wie im letzten 5-Jahres-Zeitraum. 8 von 16 Ministerien werden nämlich von Frauen geleitet. So war der Prozess der Politisierung der Frauen in Frankreich spät und langsam. Aber seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich in die korrekte Richtung bewegt. Nachdem Frauen das Wahlrecht erhalten hatten, wurden sie nach und nach auf alle Ebenen in die politische Landschaft Europas integriert. Wirklich auf alle Ebenen? Nicht wirklich. Im Jahr 2022 gibt es in Frankreich nur 20% Frauen als Bürgermeisterinnen und 35% Frauen im Senat. Während die Franzosen das Prinzip der Parität relativ besser einhalten als ihre Nachbarn, haben die deutsche Bevölkerung und die Institutionen in der Vorzug geschreckt, eine Frau in eine verantwortungsvolle Position zu bringen. Während in Frankreich noch nie eine Frau zur Präsidentin der Republik gewählt wurde, sind deutsche Frauen seit langem an der Macht. Im Jahr 1961 war Elisabeth Schwarzhaupt tatsächlich die erste Bundesministerin. Im Jahr 1972 wurde Ann-Marie Renger zur ersten Präsidentin des Bundestags gewählt. Im Jahr 2005 wird Angela Merkel schließlich zur deutschen Bundeskanzlerin ernannt. Der Beginn einer 16-jährigen Regentschaft an der Spitze des deutschen Staates. Merkel wurde durch ihre scharfsinnigen Entscheidungen in Krisenzeiten, zum Beispiel Börse, Migration und Gesundheit, zu einer unumgänglichen Figur in der Geschichte der deutschen Politik. Die Mutti hat der Welt die intellektuelle Kompetenz einer Frau an der Macht demonstriert und die Tatsache, dass eine Frau Staatsoberhaupt ist, normalisiert. Ihr Einfluss reicht sogar über Deutschland hinaus, denn heute sind weltweit 22 Frauen Präsidentinnen oder Regierungschefinnen, 12 davon in Europa. In Frankreich hat nur Edith Cresson 1991 den Rang einer Premierministerin erreicht, was im Vergleich dazu ein dürftiges Ergebnis darstellt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Stellung der Frau verbessert hat, aber die Parität auf allen Ebenen der Macht in Frankreich und Deutschland noch nicht vollständig besteht. Frankreich versucht die Parität mit Leuchtturm- und Trendreformen durchzusetzen, die zwar Frauen in hohen Beamtenpositionen normalisieren, aber vor allem dazu dienen, die Gunst der Öffentlichkeiten zu erhalten. Mindestens muss man anerkennen, dass die Präsidentschaftswahlen 2022 die mit den meisten weiblichen Kandidaten in der französischen Geschichte sind. Insgesamt 12. In Deutschland, wo das Wahlsystem eher auf Parteien als auf Persönlichkeiten beruht, haben Angela Merkel und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, die Regeln geändert und den Wert und die Kompetenz einer Frau in einer Führungsposition demonstriert. Vorbilder, die jedoch mit vielen geschlechtsspezifischen Bemerkungen und Fragen konfrontiert wurden. So, das ist schon das Ende dieser vierten Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefallen hat. Dienstag nächster Woche wird es um LGBT-Rechte in Frankreich und Deutschland gehen. Wir wünschen euch eine schöne Woche.